Wenn man im Herbst an den Oberlauf naturbelassener Flüsse kommt, kann man mit etwas Glück besondere Tiere beobachten. Lachse. Sie sind den Fluss in Richtung Quelle emporgeschwommen und werden sich nun hier im flachen Wasser fortpflanzen. Die Weibchen schlagen dafür zuerst mit ihrem Schwanz Kuhlen in den Kies, sogenannte Laichgruben. Zur Paarung kommt das größere und buntere Männchen dazu. Das Weibchen legt zuerst seine Eizellen in die Grube, das Männchen gibt dann seine Spermien darüber. Eizellen und Spermien treffen sich in der Laichgrube. Es kommt zur Befruchtung, und da diese bei allen Knochenfischen im Wasser stattfindet und nicht im Körper des Weibchens, spricht man hier auch von einer äußeren Befruchtung. Hier noch einmal, man sieht kurz die gelben Eizellen und die milchig weißen Spermien. Nach erfolgreicher Paarung deckt das Weibchen die Laichgrube wieder mit Kies zu, um die befruchteten Eier, den sogenannten Laich, vor Feinden zu schützen. Gut versteckt im Bachbett wird der Laich nach der Paarung sich selbst überlassen. Die meisten erwachsenen Lachse überleben die Paarung nicht. Die wenigen Überlebenden wandern wieder zurück ins Meer. Es wird Winter und der Fluss sieht leer und leblos aus. Doch der Schein trügt. Tief unten im Kies tut sich etwas. Der Laich hat sich weiterentwickelt. In den Eiern bewegt sich etwas. Man erkennt Augen und Blutgefäße. Nach einiger Zeit schlüpfen aus den Eiern Larven. In den ersten Tagen bleiben sie in der Laichgrube liegen und ernähren sich von ihrem Dottersack. Die Larven sind fast durchsichtig und so kann man das Herz und die Kiemen von außen beobachten. Die Flossen der Larven werden kräftiger. Sie wachsen und der Dottersack schrumpft. Schließlich verlassen sie die Laichgrube und gehen als Jungfische selbst auf Nahrungssuche. Die jungen Lachse ernähren sich im Fluss von Wasserinsekten. Sobald sie ungefähr 30 cm lang sind, begeben sie sich auf eine große Reise. Die Lachse lassen sich den Fluss hinab zur Küste treiben. Sie sammeln sich und gewöhnen sich an das Salzwasser. Dann wandern sie hinaus auf die hohe See und machen Jagd auf Fische und Krebstiere. Durch das große Nahrungsangebot im Meer wachsen die Lachse schnell und können bis zu 30 Kilogramm Körpergewicht erreichen. Nach mehreren Jahren auf hoher See kehren die nun erwachsenen Lachse zurück an die Küste. Sie sind nun bereit, in die Flüsse zurückzuwandern. Ihre ausgeprägte Stromlinienform erlaubt ihnen, auch gegen die Strömung im Fluss vorwärts zu kommen. Im Unterlauf der Flüsse ist das noch einfach, doch die Lachse müssen weiter stromauf. Dabei treffen sie auf viele Hindernisse, Wasserfälle und Stromschnellen. Diese können sie nur mit viel Anlauf im Sprung überwinden. Das braucht viele Versuche und kostet enorme Kraft. Oben angekommen schließt sich der Kreis. Die nächste Generation von Lachsen baut wieder Laichgruben. Sie paaren sich an den Stellen, an denen sie selbst Jahre zuvor zur Welt gekommen sind.